Wie als Kulisse eines Science-Fiction-Films dominieren die fremdartig und zugleich majestätischen Türme der Sagrada Familia die Skyline von Barcelona. Eine Kirche, wie es keine zweite gibt auf der Welt. Ihre Türme parabolförmig. Die Verbindung der Schwerkraft mit dem Licht, sagt ihr Schöpfer Antoni Gaudí. Der höchste soll einmal über 170 Meter messen. Die innere Konstruktion der Kirche ist revolutionär. Erstmals in der Geschichte der Architektur tauchen diese fremden Formen auf. Woher kommen sie? Sie ist wie ein Weltwunder von ihrem Schöpfer konzipiert, aber bis heute unvollendet geblieben. Und unzählige Menschen haben sich über Jahrzehnte gefragt, was ist das konstruktive Prinzip? Wo ist der Bauplan, um diese größte Kirche der Christenheit vollenden zu können?